Darf ich noch was anfügen? Es drängt mich ein bisschen, das zu tun, weil das nämlich eigentlich wichtig oder weil es witzig ist auf jeden Fall, wichtig aber auch. Als es mir eine ganze Weile sehr schlecht ging und ich so meine Depressis hatte und sowas, da hatte ich immer einen Ohrwurm im Ohr. Es gibt ja so viel Wissenswertes über Erlangen. Das war für mich echt ein Ohrwurm. Und ich dachte, was soll das? Soll ich nach Erlangen fahren? Ist das jetzt für mich da, der Ruf dahin, in die Stadt zu fahren? Erlangen ist eine malerische Stadt und wir sollten es uns ansehen. Vielleicht oder auch nicht. Denn mir fiel auf, nach einer Zeit, ich saß schon fast auf gepackten Koffern, ohne recht zu wissen, wie ich dann überhaupt hinkommen soll, denn ich konnte mich ja damals gar nicht so gut bewegen. Und dann wurde mir plötzlich klar, es ging gar nicht um die Stadt. So malerisch sie auch sein mag. Es gibt ja so viel Wissenswertes über Erlangen. Erlangen. Wir erlangen etwas. Wir erlangen eine Technik, ein Können, eine wirkliche Fähigkeit. Wir erlangen tatsächlich die Fähigkeit, uns über die Belastung des Alters hinaus zu erheben. Aber nicht, indem wir das einfach nur wegdrängen. Indem ich den Belastungen des Alters gar keinen Raum mehr gebe, das tue ich auch gar nicht mehr. Aber wenn ich merke, sie sind da, dann kommt das Hast du, was kannst du in die Kristallenergie. Und zwar formt sich das so in meinem Kopf, in meinem Denken. Und was ich hatte es gestern schon einmal gesagt, es gibt diesen Satz aus dem Auge, aus dem Sinn. Wir können den Satz auch umdrehen. Aus dem Sinn, dann ist es mir auch aus den Augen. Dann begegnet mir das nicht mehr. Es ist noch irgendwo da, aber ich sehe es nicht mehr. Ich nehme es gar nicht mehr zur Kenntnis. Ich werde leicht und immer leichter und immer freier, je mehr ich den Belastungen des Alters keinen Raum mehr gebe, sondern sie alle in die Kristallenergie bringe, sodass sie dann ganz bestimmt gewandelt wird. Und ganz bestimmt gewandelt werden. Das ist das, was jedes befreite Lichtwesen, Engelwesen tut. Und was auch, wenn wir in ein höheres Bewusstsein wollen, und das wollen wir offensichtlich alle, oder zumindest sehr viele, das ist etwas, was wir dann wissen müssen. Du kommst in das sogenannte Himmelreich, in das Paradies, in das Lande der Verheißung, ins Land der Verheißung, wenn du ein glückliches, freier, befreiter Mensch bist und deine Probleme nicht wie ein, also immer wieder mit dir herumträgst, sondern sie wandelst. Es kommt in die Kristallenergie, da kommt es sowieso rein. Aber ob du dann in das befreite Leben kommst oder nicht, hängt von deinem Bewusstsein ab. Es gibt ja so viel Wissenswertes über Erlangen. Du erlangst etwas, du erreichst etwas, deine Schwingungen erlangen etwas. Deine Schwingung wird freier, deine Schwingung wird leichter. Da das aber jetzt etwas ist, was jeder nur bei sich selbst tun kann. Nun, ich bin der Meinung, dass ich euch das frank und frei erzählen sollte, weil es etwas ist, was sowieso nur jeder bei sich selber tun kann. Ich habe vor ein paar Tagen gesehen, da gibt es jemanden, der wird Online-Kurse an, wie du ein freies, unbelastetes Leben führst. Entschuldige bitte, ich habe hier keinen Online-Kurs. Aber ich sage dir das in meinen Videos deshalb, damit es wirklich jeder versteht. Und es ist für uns selber sehr wichtig, dass wir das auch wirklich haargenau und gründlich verstehen. Denn wenn ich verstehe, es ist alles in der Kristallenergie, dann ist mein Sinn befreit. Aber wenn mein Sinn befreit ist, ja, dann ist auch nichts mehr an meinen Augen oder habe ich auch nichts mehr vor Augen, was mein Sinn jemals belasten könnte. Denn es ist bereits in der Kristallenergie, noch bevor es meinen Sinn überhaupt belasten kann. Und meine Gedanken denken nur noch an die Kristallenergie. Ich bin in der Kristallenergie und ich bin letztendlich irgendwann auch der Kristall, in dem alles sich auf so wundersame Weise alles anfügt und alles neu wird und alles frei und unbeschwert fließen kann. Das bin ich selbst und mache es auch aus mir selbst. Nun, was ich gemacht habe, kann jeder andere auch tun und der Witz in der Sache ist der, es muss auch jeder bei sich selber tun, denn ein anderer Mensch kann es nicht für dich erledigen. Das funktioniert nie. Denn wenn es funktioniert hätte, wenn es anders funktioniert hätte, dann hätten wir ja nicht eine 2000-jährige
oder 5000-jährige Geschichte voller Extreme und voller Schwierigkeiten. Menschen, die gefangen sind, ob jetzt in ihrem eigenen Gedanken nur gefangen sind oder in einem Gefängnis sitzen, haben genau dieses Problem. Es sind die Belastungen des Denkens. Und davon können wir uns freidenken. Das müssen wir auch, wenn wir frei sein wollen. Und die meisten von uns wollen es. Noch macht es Menschen zu Soß und Spaß, sich über Probleme zu unterhalten. Gut, wir wollen sie in ihren Vergnügen ja nur da nicht stören. Aber ihr habt Verständnis dafür, das weiß ich, dass ich nun keine große Lust habe, das mitzumachen. Und deshalb richte ich auch keine großartigen Fern- und Online-Kurse ein. Ich gebe auch keine Seminare oder ähnliches. Ich habe mir mal überlegt, ob ich nicht eventuell sehr gutes Geld verdienen könnte, wenn ich anfangen würde, das in einem Seminar zu lehren. Das wäre auch nur gut, wäre auch eine Idee, nicht? Also ich meine, einen Raum zu mieten und dann einen Seminarteilnehmer zu haben und dann die bezahlen dann ihren Obolus, was weiß ich, 100, 200 Euro aufwärts. Und dann erzähle ich ihnen, was sie aus ihrem Leben denn so machen können. Ja, aber die Arbeit würde doch bei ihnen selbst liegen. Und da könnte ich, dann, also ich würde mir ehrlich gesagt ziemlich schofel vorkommen, wenn ich da anfangen würde, aus den Kümmernissen der Menschen für mich noch schnell Kapital zu schlagen. Es würde mir auch nichts nützen, denn das würde mich nur belasten. Denn früher, in dem Moment hätte ich deren Probleme auch am Hals. Nun, ich würde mal sagen, dann machen wir das mal anders. Wir fangen also an zu sagen oder zu begreifen, da wir das weiße Licht unseres Denkens sind, bleiben unsere Gedanken frei. Und wenn unsere Gedanken frei sind, gibt es keine Belastung mehr von außen. Und alles löst sich in Wohlgefallen auf. Das liegt bei dir, ob du diesen Weg gehen willst. Es ist das Wissenswerte über Erlangen, das Wissenswerte über Erreichen. Ich sagte ja in meinem vorangegangenen Video schon, bitten sollte man nie. Ab einer höheren Sphäre erübrigt sich das Bitten. Es wird auch nicht gerne gesehen, weil warum sollte jemand etwas bitten? Denn wenn du etwas haben möchtest, dann wäre das an dir, das zu erlangen, das zu erreichen. Und das kannst du tun, wenn deine Gedanken freies, weißes Licht sind. In meinem letzten Video sagte ich ja, wie die Hummel mit ihrem klitzekleinen Flügelchen einen dermaßenen Luftwirbel erzeugt, dass er ausreicht, um diesen doch verhältnismäßig schweren Körper in die Lüfte zu tragen, so müssen unsere Gedanken sein. Die müssen ein so helles, weißes Licht sein, dass sie uns von allen Belastungen erheben. Und es ist eine Technik. Es ist eine Fähigkeit, die trainiert werden muss. Das meinte ich mit Wissenswertes über Erlangen. Es ist dein Training. Du bist hier auf deinem Parcours. Du bist auf deinem Truppenübungsplatz. Du bist in deinem Leben hier, um dieses zu erlernen. Und ich bin sicher, dass du es erlernen möchtest. Denn keiner wird sich das an, wenn er das nicht lernen möchte. Es gibt ein paar andere, die wollen sich dann lieber noch bei Jesus Christus ausruhen oder ähnliches. Das gibt es auch, das kann man machen. Dann gibt es dann einige Spezies, die noch versuchen, da irgendwie noch Kapital zu schlagen aus den Menschen, die wirklich, sagen wir mal, wirklich noch orientierungslos sind. Das halte ich für nicht gerade fair. Also dachte ich mir, da machen wir das mal so rum. Denn es hätte auch niemandem was genützt, wenn ich jetzt anfangen würde, da jetzt auch noch da große Rechnungen aufzumachen. Denn dann hätte ich diese Rechnung selbst erstmal zu bezahlen. Nun, ich bin dabei, in meinem Leben immer wieder das weiße Licht meines Seins zu sein und mich da immer wieder daran zu erinnern. Und ich denke es so oft und so lange, bis ich jetzt dann natürlich auch geworden bin. Kein Mensch sagt 8 Jahre lang, ich erhöhe meine Schwingung und kommt dann später darauf, dass er selbst das weiße Licht seines eigenen Denkens ist und natürlich das weiße Licht seiner eigenen Schwingung. Keiner sagt das jahrelang und ist es dann anschließend nicht. Das ist Unsinn. Das Leben wird freier und das Leben wird heiler, das Leben wird einfach herrlicher und schöner. Und wir begreifen mittlerweile sehr gut, dass das Leben natürlich, solange wir lebendig sind, wird es dem weiblichen Prinzip gehören. Und indem das Leben einfach lebendig ist, weil wir es immer so oder so oder so erfahren und leben können, wie wir das eben können und wie wir das wünschen. Aber das, was wir wünschen, stellt sich nur dann ein, wenn wir dann auch die Fähigkeit dazu haben, das zu erfahren. Wenn Menschen Wünsche haben, wenn sie etwas wollen und sie stellen fest, sie haben noch nicht das, was sie haben wollen, dann gibt es dafür 2 Gründe. Der erste Grund wäre, dein Licht wäre noch nicht hell genug,
deine Schwingung noch nicht so hoch genug, dass du das schon erlangen konntest. Der zweite Grund, der wäre, dass das, was du meinst, was du so gerne wünschst, aber etwas wäre, was dich langfristig gesehen eher in die Beschwerlichkeit zurückkatapultieren würde. Und das würdest du auf keinen Fall zulassen. Es ist schon, ich finde eigentlich das Göttliche fabelhaft. Denn wir können auch, ich meine, das sehen wir dann ja anhand, ob das unser Leben nun sehr beschwerlich ist oder nicht. Ob das etwas ist, was wir noch so gerade so mittragen können und dann aber auch immer alle eifrig alles in die Kristallenergie zu wandeln. Und ob das für uns dann trotz und alledem noch in Ordnung ist, es geht gerade noch so, damit es anschließend leichter wird und dann wird es das auch. Oder ob wir feststellen, dass es noch so eine Beschwernis, dass wir sagen, ich schlage euch was vor. Ich bitte nicht, aber ich schlage euch was vor. Nehmt mir das erstmal so weit weg, dass ich das noch so, dass ich das, was da noch übrig bleibt, dann gut auch noch in die Kristallenergie wandeln kann, transzendieren kann. Und dann gibt ihr mir peu à peu das, was an Altlasten da noch ist, peu à peu wieder zurück. Und ich werde alles wandeln. Darum bitte ich nicht. Das schlage ich vor. Ich verhandle mit der höheren Sphäre eigentlich andauernd. Und die höhere Sphäre sagt, okay, also wenn das jetzt zur Zeit für dich noch zu schwer ist, dann nehmen wir einen Teil erstmal weg. Dann nimm auch aber bitte, bringe deinen Teil dazu bei. Dann erledige bitte das, was noch übrig bleibt. Das tu bitte jetzt auch. Und dann kommt, dass die anderen Altlasten, die können wir dir nicht ersparen, aber dann kommen sie dann zu gegebener Zeit wieder zu dir zurück. Da musst du also aber auch wandeln. Ich habe nämlich festgestellt in den vergangenen, auch Mails und sowas, oder was ich so hier so mitbekomme, was ich hier so lese, dass die meisten Menschen sich darüber beschweren, dass es doch eine ganze Weile dann gut geht, dann war es ja doch wieder so schwer. Es ist dir eine Weile gut gegangen, damit du das andere wieder stemmen kannst. Wenn wir all das, was wir in unseren vergangenen Inkarnationen, alles auf einmal wieder wandeln sollen, damit werden wir einfach überfordert. Also fangen wir es anders an. Wir sagen so, das kommt erstmal in die Sparbüchse. Mag auch noch Zinsen drauf geben, kann man nicht ändern erstmal, aber erst einmal alles weg, dass unser Geist erstmal so befreit ist, dass wir jetzt aber alles, was uns begegnet, sofort und stantepede in die Kristallenergie bringen. Das ist deshalb so wichtig, weil ich weiß, vielen ist die Technik nicht irgendwie klar. Das Leben ist so mysteriös. Leute, das Leben ist nur dann mysteriös, wenn wir von dieser Technik, von dieser profunden Wirkungsweise keine Ahnung hatten. Als wir noch keine Ahnung hatten davon. Doch jetzt verstehen wir es. Früher kam ich mal dazu, dass jemand sagte, da hatte dann irgendjemand sowas, etwas Gänziges losgelassen, und dann sagte, gab der andere zur Antwort, sei vorsichtig, denk an dein Karma. Diesen Satz könnte man sich eigentlich riesengroß auf die Hand tätowieren, mit allem, was du denkst und tust und sagst, Vorsicht, denk an dein Karma. Karma heißt Wirkung. Denn jeder Satz, den du denkst, jeder Satz, den du sprichst, alles, was du tust, hat eine Auswirkung. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt zu jemandem oberlehrerhaft, gönnerhaft irgendwas da so hingebe oder ob ich jemanden beleidige oder ob ich jemandem wirklich helfe oder ob ich jemanden einfach nur ermutige. Es wirkt sich in meinem Leben unter Garantie aus. Und zwar genau so, wie ich es dachte und genau so, wie ich es meinte. Der andere mag das nicht ganz verstanden haben, was ich gemeint habe, aber ich verstehe, was ich gemeint habe. Und in meinem Leben erscheint die Wirkung. Und das ist die sogenannte göttliche Gerechtigkeit. Und die wirkt immer. Unter Garantie. Es ist das göttliche und himmlische Gesetz. Wer aber nun das weiße Licht seines Denkens ist und sowieso alles in die Kristallenergie bringt, ja, der ist im himmlischen Gesetz nicht nur, er kann nicht mehr dagegen verstoßen. Im himmlischen Gesetz leben wir sowieso alle. Das tun wir mit den entsprechenden Auswirkungen. Und wenn wir da andauernd gegen verstoßen, kriegen wir Schwierigkeiten. Und zwar nicht gerade weniger, und wir kriegen sie alle aufs Brot geschmiert. Oh ja, oh ja, weiß Gott. Aber wir können auch sagen, okay, Moment mal, wie der Suppenkasper.
Ich esse keine Suppe, nein, meine Suppe esse ich nicht, nein, ich esse meine Suppe nicht. Das kann man eine Weile machen. Die musst du auch noch nicht essen. Noch nicht alles. Aber immer so peu à peu. Und das ist der Grund, warum einige eine Befreiung erleben, aber dann doch immer wieder erleben, dass es immer noch was gibt, was da noch so sich als das Echo der Vergangenheit sozusagen noch meldet. Ja, und dann kommt es eben auch in die Kristallenergie. Das klappt auch. Du hast alle Zeit der Welt, wir haben viel Zeit. Die Zeit ist unendlich. Und wir leben in einer Zeitschlaufe. Wir können uns also alle Zeit der Welt lassen. Bis wir dann sagen, so, jetzt ist wirklich alles gereinigt, jetzt ist wirklich alles frei, nun kann ich die Ebene wechseln. Aber erst dann. Ich komme erst dann in eine höhere Sphäre, wenn ich alles gereinigt habe, mich von allem gereinigt habe, was ich vorher mal verursacht oder was ich vorher mal da verzapft habe. Das Problem war nicht, was ich verzapft habe und welche Auswirkungen das noch auf andere hatte. Aber das Problem war, dass ich dazu fähig gewesen bin, etwas zu tun, was vielen anderen als unangenehm auffiel. Oder was für viele eine Belastung war. Wenn ich irgendwie ein Herold war und der da irgendwelche Sachen da verkündet hatte, was für die meisten Menschen eine echte Belastung bedeutete, ja, dann ist das zwar nicht gerade mein Problem, dass alle anderen unter dieser Belastung ächzen und leiden, aber dass ich ja zu einer Lage war, das zu tun, das setzte in meinem Leben eine gewaltige Kerbe. Und die musste ich irgendwie wieder ausbalancieren. Aber davon ist doch keiner frei. Es mag ja einen Gesundheitsminister geben, der der Meinung ist, das ist eine tolle Idee, die Bevölkerung mit irgendwas, was er sagt, alle anderen da in Angst und Schrecken zu versetzen. Und das, wie die Menschen darauf reagieren, ist nicht sein Problem. Aber ganz bestimmt, dass er dafür überhaupt in der Lage war. Das wird für ihn ein höllisches Problem. Denn davon muss er sich wieder freisetzen. Es gibt ja so viel Wissenswertes über Erlangen. Ich sagte in meinem vorangegangenen Post ja schon, die Roland Freisler dieser Welt, das war dieser Nazi-Richter, der da damals auch die Geschwister Hans und Sophie Scholl zur Tode verurteilten oder verurteilt wurde, auch Probst und Schmorell und die anderen fallen mir einfach nicht mehr ein vom Namen her. Auch so ein Richter, damals am Gerichtshof der Nazis, solche Menschen fallen nicht vom Himmel. Oder aus der Hölle oder sonst irgendwo her. Das sind Menschen, die sich aufgrund dessen, was sie all die Inkarnationen lang alle gedacht haben, sich angesammelt haben, sich für solche Inkarnationen als, sagen wir mal, Nazi-Richter oder als SS-Gestapo-Mann oder wie auch immer, sich systematisch reif gemacht haben. Und das geschah durch das, was sie dachten, all die Jahre lang. Und um sich da, um das um Gottes Willen nicht zu erleben und auch nicht zu so etwas zu werden, ist es nun mal angezeigt, sich immer von all dem, was man dachte und erlebte, sich zu reinigen. Darum sage ich ja, bringe alles in die Kristallenergie, damit du so etwas nicht erleben musst, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Denn Täter-Opfer ist immer spiegelbildlich. Kein Opfer ist frei vom Täter und kein Täter frei vom Opfer. Darum sagte ich es ja. Versuche das gut zu verstehen. Einmal begriffen, alles muss in die Kristallenergie und du wirst es Zeit deines Lebens tun. So gut kann es dir gar nicht gehen, als dass du es nicht doch alles in die Kristallenergie bringst. So schlecht kann es dir gar nicht gehen, als dass du nicht doch weißt, egal. Es geht ab in die Kristallenergie, damit ich davon frei werde. Das wirst du dann auch. Und dann kommt das nächste. Wir kommen immerhin aus einer argen Schlamassel. Und dann werden wir uns davon freisetzen müssen. Und wir haben vor Augen in unseren Geschichtsbüchern, zu was das noch alles führen kann. Ich habe oft gesagt, wir kommen aus dem Schlamassel von damals. Ich bin gar nicht mal so sicher. Ich weiß ja nicht, was man sich später noch so dreist und erlauben könnte. Aber ich kann mir vorstellen, dass das, was in den Geschichtsbüchern steht, für uns ein Warnschuss ist. So darf das auf keinen Fall sein. Wenn dich etwas ärgert, wenn dich etwas nervt, wenn dich irgendjemand anpiekt oder wie auch immer, hör auf, mit ihm zu diskutieren, hör auf, mit ihm zu streiten. Nimm es als Warnschuss, wenn dich der andere ärgert und du auf keinen Fall so sein willst wie er.
dann reinige dich und bringe alles in die Kristallenergie. Alles, was dich nervt, alles, was dich stört, ist ein Warnschuss, damit du dich nicht noch tiefer in die Patsche reitest, sondern sofort da rauskommst. Ich denke, wenn wir das einmal verstanden haben, dann werden wir frei. Ich wünsche dir sehr, dass du das verstanden hast. Alles, alles Gute. Tschüss.